Hallo und herzlich willkommen zurück bei Niche, dem Genetic Survival Game und unserer kleinen Kolonie hier. Ja, auf der Insel haben wir so gut wie alles. Wir könnten uns dann überlegen, ob wir auf die gehen oder darüber gehen. Ich würde fast sagen, wir gehen da hoch, oder? Ah ja, so, Schnabeltier, du besorgst mal Essen. Dankeschön. Wie lange lebst du noch? Oh, 18 Tage, gut. Du lebst noch 10 Tage. Was haben wir da hinten? 22 Tage alt. Hast du irgendwas? Ah, du bist ein Weibchen. Wir haben sehr wenig Männchen. Wir haben hier den Takuno. Jetzt müsste man eigentlich schauen, ob irgendwer auch weiß oder schwarz in den Genen drinnen hat. Da, die Sissi hätte weiß drinnen. Können wir bei der Sissi noch Mutationen einstellen? Können wir. Wir könnten also hier sagen, weißes Fell. Wenn ich es jetzt finden würde. Da. Weißes Fell. Wir könnten es ja mal probieren. Und dann kommst du einfach mal zu ihr. Machst Liebe, genau. So. Dann schauen wir halt, was daraus kommt. Der Takuno lebt nur noch 4 Tage. 5 Tage. Und das ist was, was man nie aus den Augen verlieren sollte. So habe ich mein Tutorial zum Beispiel verloren. Wie lange leben die Tiere noch? Sonst steht man nicht plötzlich ohne irgendwas da. Du kannst Nuss knacken. Wieso kannst du dich da nicht wegbewegen? Dann schauen wir zuerst zu dir. Du kannst ernten, aber keine Nüsse knacken. Okay. Du kannst fischen. Ist eigentlich in der Umgebung noch mehr? Nö, oder? Ah, das sind die 2 Brücken zu diesen anderen Inseln, genau. Du kannst noch eins, nämlich das hier. Du hast noch alle 3. Geh mal darüber und hol Essen. So, und dann Tagende. Das Spiel hat heute Release. Und ich hab... Wer ist denn da verkühlt? Hm? Also das hat nicht geklappt, das weiß ich. Das Tier ist krank. Tatsache. Okay. Lebt noch 8 Tage. Ist eins, was angeln könnte. Sollten wir unbedingt vermehren. Könnten wir auch mit einem Takuno probieren. Warte mal, was hast denn du alles? Du hast hier beiges und rotes Fell. Gut, das macht ja nichts. Aber du hast die Giftzähne. Die Giftzähne wären auch gut. Können wir dich in irgendein Nest setzen? Boah, können wir. Nur die Frage, ob er es jetzt darüber schafft. Doch, schafft er. Sehr gut. Du bist schwanger, gell? Ja, genau, du bist schwanger. Dann kommst du mal her und setzt dich daher. So. Schnabeltier sollte man natürlich auch unbedingt vermehren. So. Du kannst Essen sammeln, okay.
Du auch? Ach, die ist ja auch schwanger. Die habe ich ja ganz vergessen. Okay. Also wie gesagt, ab heute. Was bist denn du? Okay, du lebst aber nicht mehr lange. Das Spiel ab heute ohne Early Access, das heißt Full Release zu bekommen. Und ich habe dazu ein bisschen im Forum gelesen bei Ihnen. Die Philo dürfte wohl dieses Team hier gegründet haben, also Strayphone Studio. War natürlich nicht alleine, alleine kriegst du ja so ein Spiel dann auch nicht unbedingt so leicht hin. Und sie hat dann, also sie hat das so insgesamt im Forum geschrieben, zum Beispiel der erste Prototyp wurde Anfang 2014 gemacht. Und im Prinzip haben sie das natürlich zuerst am Anfang gemacht, wie viele andere Studios, unbezahlt und als Hobby etc. Bis sie dann wohl zu zweit angefangen haben, Strayphone Studio zu gründen. Das war wohl mit dem Micha. Sie haben es nicht geschafft, alle Teile, die in Kickstarter gewünscht wurden, einzubauen bis zum Release. Allerdings hoffen sie natürlich darauf, dass das Spiel jetzt auch ankommt und sich die Leute auch kaufen. Ah, wir haben das Fell rausgekriegt. Aber dieses Mal mit anderer Schnauze. Cool. Die ist niedlich. So. Und da haben wir Nüsse knacken und Fische und ernten. Der ist cool. Den müssen wir uns gut aufheben. Und männlich. Hat aber eine Erkältung. Hat ein schlechtes Immunsystem. Warum? Ah ja, weil es zweimal das gleiche hat. Okay. Beige und rot, das Fell, auch interessant, okay. Wir haben sehr wenig Männchen. Gut, der ist jetzt nicht so interessant, der schon. Dann machen wir doch mal Kuruk. Ja, eigentlich mit dem da, mit der Simesi. Kuduk. Und Simesi müsste das sein. 6 Tage, okay. Na, dann kommen wir mal rüber. Du könntest dich auch noch einmal paaren. Nochmal mit der Sissi. Eigentlich ja. Haben wir irgendwo ein Nest? Da haben wir eins. Kommen wir mal runter da. So. Viel mehr Kinder wird er nicht mehr kriegen vor dem Tod, denke ich. Oh, du kannst da ernten. Ach, du kannst ja nicht ernten. Die Giftzähne wären natürlich cool, wenn wir die weitergeben könnten.
So. Der Release von dem Spiel ist wohl auch zweimal verschoben worden, was ich gelesen habe. Oh, jetzt haben wir die andere Schnauze gekriegt. Und wieder das Fell. Sind aber beide krank. Beide ein schlechtes Immunsystem. B und B. B und B. Mist. Männlich, weiblich. Aber man könnte sie weiter verpaaren. Müssen wir schauen, dass wir es hinkriegen. Du lebst nur noch einen Tag. Hat man die mal komplett vergessen? Ja. Ich mache ihm jetzt noch Hörner. Moment, das probieren wir. Hörner und... Was könnte man noch antun? Ja, da kann ich nichts ändern. Und gelbe Augen. Nein. Blaue Augen. Probieren wir es mit der Augenfarbe. Ja, machen wir mal gelbe. Ist raubtierartig. Die Sissi. Genau, der habe ich die Fellmutationen gegeben. Der Kleine da wandert einmal raus hier. Sie wandert einmal da rein. Er wandert darüber. Viel Spaß. So, und dann ist er leider eh gleich tot. Gut. Bei dir. Bist ein Männchen. Was hast denn du so drinnen? Braune Augen. Ah ja, klar. Dieses Fell. Und was ich im Forum noch gelesen habe, ist, dass er da ein zweites Spiel und das, also das Spiel ist wohl mehr auf ihre Idee so entstanden quasi. Oder ihr Baby gewesen. Und der Micha hat ja auch ein Spiel, das wohl jetzt gerade im Kickstarter war. Und das auf den Early Access wartet. Oh, dich wollte man verpaaren. Genau. Kuduk. H und G. G und B wäre okay. Jetzt haben wir aber gerade kein Nest frei. Doch, da oben. Zwei Tage. Puh. Einmal. Zweimal, dreimal. Jetzt müsstest das du aber schaffen. Okay. Schauen wir mal, ob wir Schnabeltier weitergeben können. So. Haben wir noch einen übrig lassen? Den haben wir nicht. Ja, und dieses andere Spiel, also das, was jetzt dann demnächst von Strayphone Studio kommen soll, ist Nimbatus. Ganz was anderes, hat nichts mit Genetik zu tun. Sondern eher mit Drohnen erschaffen. Da sind jetzt ganz schön viele krank schon. Machen wir mal so. So. Oh, die Giftzähne sind mitkommen. Der Schnabel leider nicht. Und die Mama lebt nur noch einen Tag. Tja, Pech gehabt, würde ich sagen. So. Wenn man dein Weibchen. Nein, ein Männchen rauskriegt. Der Kleine kann mal daher. Die Mama macht das hier weg. Geht darüber und erntet mal. Der hat aber jetzt nicht weiß und beige, oder? Ne? Weiß und schwarz. Der hat weiß und beige. Aber auch niedlich. Eigentlich wollte ich das wegmachen, aber okay.
Du warst der ohne irgendwas groß. Ja, genau. Du warst der, der. Doch, du kannst ja ernten immerhin. Aber dann noch einen schlimmeren. Okay. Du kannst fischen, du Kater. 19 Tage. Für dich bräuchte mein Weibchen. Zwei Tage. Weibchen. Fruchtbarkeit 6. Also, der ist noch nicht ausgewachsen. Jetzt noch irgendein Männchen an. Machen wir das mal so. Du kannst nur eins gehen, okay. Ein Tier ist gestorben, ja, das wissen wir ja. Noch ein Tier ist gestorben. Genau. Und wir haben ein paar Verkühlte. Okay. Ist halt die Frage, weil überall die Immunität zu schlecht ist oder weil sie sich einfach verkühlt haben. Die Mama hier, die hat ja jetzt drei weiße, drei dieser Dinger gekriegt, genau. Das Schnabeltier, wie viele Weibchen haben wir jetzt? Die hätte auch. Ach nee. Rerako. Rerako? Haben wir bei dir schon was eingestellt? Nein. Kann man da in Richtung schwimmen? Haben wir da schon was? In Richtung Schwimmen haben wir noch nichts, oder wie? Nein. Müssen wir öfter schwimmen gehen. Mal schwimmen. Ah, okay. Wir müssen 30 Mal schwimmen. Also keine gute Idee, ihn da abzusetzen. Erst mal ernten, so. Haben wir bei dir was? Nein. Was könnte man da für Mutationen machen? Angeln. Und gehen wir auch in Richtung weißes Fell mal. So, dann kann ich nicht dahergehen. Und sagen, gut, warte mal, bis du erwachsen bist. Da war was, gell? Du bist ja erwachsen. Okay, kannst damit nichts anfangen. Schade.
Du bist eins meiner Weibchen. Und hast... Ah, du hast die Giftzähne, genau. Schnelles Bein. Hinterläufer. Rote Hörner. Muster. Maske. Mustertyp C, ja, okay. Und hast unterschiedliche Immunität. Wärst also eigentlich ein guter Partner. Was wär's, wenn man dich mit Dukata? Wo ist denn die Dukata? Oh, was haben wir da? Okay. Wo ist denn die Dukata? Das ist die da. Ja, nicht erwachsen. Weiblich ist ein Weibchen. Lebt noch 11 Tage. Das Baby geht mal daher. Und die hier geht mal in Richtung dieses Nests. So. Du bist auch ein Weibchen. Eigentlich ja uninteressant von deinen Werten her. Weibchen. So, und dann warten wir eine Runde. Ja, der kriegt leider Schaden da. Ich hab's schon mitbekommen. Einmal schwimmen. Und jetzt kommt zurück. Dem haben wir jetzt ganz, ganz viel Leid angetan. Das ist sie. Gehen wir es mal durch. So. Also wenn euch die Art von Spiel gefällt, ab heute gibt es das in Steam, wie gesagt, ohne Early Access, auch mit 10% Ermäßigung. Ich weiß jetzt nicht genau, zu welcher Uhrzeit das heute rauskommt, aber ich weiß, dass heute releasen wird. Das wird auch nicht mehr verschoben, weil sie haben eben ein weiteres Spiel, das auf den Early Access wartet. Sie hoffen natürlich, dass das Spiel jetzt auch ganz gut verkauft wird, weil momentan, wie man sich ja ausrechnen kann, hat sie sich noch nicht eingebracht mit Plus. Aber es ist einfach ein richtig, richtig süßes Spiel. Also ich kann es nur empfehlen. Ist das nicht so? Okay, der Kleine ist jetzt eher uninteressant. Du bist interessant, weil du Nüsse knacken kannst. Du fangst jetzt auch gleich mal damit an. Meere. Ah, du kannst keine Nüsse knacken. Interessant. Du könntest das. Ah, du bist die Letzte. So, dann machen wir nächste Runde. Da sind ganz schön viele krank. Bei dir liegt es an Immunschwäche. Bei dir nicht. Bei dir schon. Bei dir nicht. Okay. Du hast eine Immunschwäche. Ach ja. Den da. Wollen wir den mit der versuchen? Die hat H und G, er auch. Kommt wieder ein Kind raus, was krank wird. Was ist mit ihr? G und B. Hätte mehr Chancen. Probieren wir es einmal. Ja,
Weg damit. So. Der Kleine da kann Nüsse knacken, kommt also auch darüber. So wie der da. Der hier hat Giftzähne. Sie lebt nur noch 3 Tage. Ja, du bist leider uninteressant. Also. Du Kater. Nüsse knacken und schwimmen. Ich bräuchte also quasi wie in der Unterwasser tauchen können. So. Der Kleine da wandert mal drüber. Wir müssen übrigens auch aufpassen, wenn so ein Vogel da ist, dass uns nicht die Babys klaut. Mira. Die Sissi Wismar und das war schon wieder. Oh, was kam denn da raus? Ramme. Hat auf jeden Fall unterschiedliche, das ist schon mal sehr gut. Hat keine... Wo ist denn die Schnauze? Da haben wir es. Hm. Da hat sich leider die andere Schnauze durchgesetzt. Was ist denn das da? Unappetitliches Aussehen, genau, okay. Ist das niedlich? Wie viele haben wir? 12 haben wir, aber wir haben genug zum Essen. Also meistens hatte ich das Pech, dass ich zu wenig zu essen hatte irgendwann. Du bist jetzt auch erwachsen, Tag hier. Sie ist auch erwachsen. Aber bei den beiden kommt definitiv wieder ein krankes Kind raus, oder? Sie hat B&B. Er hat B&B. Die brauchen nicht paaren. Da kommt definitiv wieder ein krankes Kind raus. Kann ich dieses Gen nicht mutieren lassen? Meere. Nee, Immunität kann ich nicht. Gut, also die zwei brauchen wir nicht paaren. Wir wollen ja nicht, ja, das kommt halt raus, wenn man zu viel Inzucht betreibt, Leute. Haben die alle nur noch B und G? Nein. Duk Nuru. Du bist aber noch nicht ausgewachsen, okay. H und G. H und G, E und G. Reraku und... Oh Gott. Takir und Reraku. Wie lange lebt ein Reraku noch? Noch ein paar Tage, gut. So. Und du. Wir brauchen eine Mischung vom Genpool. So. Du hast noch Zeit, bis du dich bauen musst. So. Die Rosania lebt nur noch 2 Tage. Was hast du? Du hast H und G. H und G. Okay. Machen wir das mal so. Und dann schauen wir weiter. F und B. F und B wäre cool. Du bist weiblich? Nein. F und B. Geh mal da rein. 2 Tage geht sich aus.
So, sehr gut. Vielleicht kriegen wir dann da noch ein bisschen bessere Mischung zusammen. Wenn man mal nur noch eins hat, dann bleibt einem nur noch Fremdzuwachs zu suchen. Da ist gerade nichts drin. Du kannst, glaube ich, schwimmen, gell? Ja, war das das? Kannst du? Nö. Dann bleibst du mal da. Du bist schwanger, du bleibst da sitzen. Du kommst mal daher. Ich sagte schon, du bist schwanger, du bleibst da. Und ich würde sagen, wir sehen uns, wenn ihr wollt, morgen wieder und dann schauen wir uns an, was da rausgekommen ist. Ich sage tschüss, ciao, baba. Und wie gesagt, ab heute ist es auf Steam Release. Ich schmeiße euch auch noch einen Link zum Wiki unter drunter. Das ist nicht sehr umfangreich, was ich gesehen habe. Und insofern würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, wir haben ein Schnabeltier. Gott, die Färbung. Na gut, wir haben zumindest mal ein Schnabeltier. Tschüss.